Es ist der entscheidende Moment. Ein Spermium schafft es, in die Eizellen einzudringen und sie so zu befruchten. Es ist der Anfang eines neuen Lebens. Doch genau das passiert immer weniger. Der Grund liegt immer häufiger beim Mann, genauer gesagt bei seinen Spermien. 6 von 10 Männern in der Schweiz haben eine Spermienqualität, die unter der Norm liegt. Und jedes 10. Paar hofft inzwischen vergeblich auf Kind. Was läuft da? Puls mit Antworten. Der Kinderwunsch ist groß, doch er geht immer seltener in Erfüllung. Meine Spermienqualität ist so schlecht, dass es auf natürliche Art nicht geht, um ein Kind zu bekommen. Forscher weltweit sind alarmiert. Wir fanden einen dramatischen Rückgang um mehr als 50%, sowohl bei der Spermienkonzentration als auch bei der Gesamtzahl der Spermien. Sind es Umweltgifte wie Weichmacher, die fast überall vorkommen, die den Spermien den Garaus machen? Und was hilft, damit es trotzdem funktionieren kann? Hat's geklappt? Wirklich? Ich bin im Aargau und verabredet mit der Janine und dem Andi. Hoi zusammen. Hallo, Daniela. Sie sind bereit, mit mir über das heikle Thema Unfruchtbarkeit beim Mann zu reden. Ahoi, beißt es? Nein, ist gut. Gut, bist du halb so gefährlich, wie du aussiehst? Genau. Hoi zusammen, Daniela. Hallo. Andi. Andi, hoi. Sali, Janine. Hoi, Daniela. Hey, schön habt ihr es hier. Also, es wär alles bereit. Ihr habt wirklich, man merkt, ein Familienheim hier. Was noch fehlt, sind Kinder. Wie lange wissen ihr schon, wir wollen ein Kind? Eigentlich seitdem, wo wir zusammen sind. Und das ist? Zusammengekommen sind, das ist Oktober vor 2 Jahren. Andreas Bolliger, 37 Jahre alt, und Janine Bolliger, 38 Jahre alt, sind seit Oktober 2019 ein Paar. Diesen Sommer haben sie geheiratet. Ihr Kinderwunsch bleibt seit gut 2 Jahren unerfüllt. Erst vor kurzem sind Janine und Andreas Bolliger in ihr neues Haus eingezogen. Dass sie noch zusammen sind, ist nicht selbstverständlich. Denn ihre Beziehung wurde früh auf die Probe gestellt, als sie eine Familie gründen wollten. Ich habe immer gehofft, jeden Monat, dass sie jetzt eingeschlagen hat. Nur leider ist sie nie eingetroffen. Ich habe die Mensch immer bekommen. Und dann hat man sich natürlich Gedanken gemacht, ob an mir irgendetwas nicht gut ist. Ja, oder vielleicht auch an ihm. Und tatsächlich, bei einer Ultraschalluntersuchung im Jahr 2020 wurde bei Andreas Hodenkrebs diagnostiziert. Bevor ihm dann ein Hoden entfernt wurde, ließ er erstmals die Qualität seiner Spermien untersuchen. Sie sind nicht so beweglich, wie sie sollten sein. Sie sind beweglich, aber einfach zu wenig. Dann haben sie mir gesagt, dass es sein kann, dass es vom Tumor ist. Dass es nach dem, wenn der Tumor entnommen worden ist, dass das mit der Zeit wieder besser wird. Die Spermienqualität verbesserte sich nach der Tumorentnahme jedoch nicht. Dank einer künstlichen Befruchtung wurde Janine dann doch schwanger mit Zwillingen. In der 8. Schwangerschaftswoche verloren sie jedoch ihre Kinder. Ja, etwas Schlimmeres kann man eigentlich gar nicht erleben. Also für mich jetzt, weil ich mich so gefreut habe, dass es jetzt doch geklappt hat. Und das ja unser Wunsch, also ein sehr grosser Wunsch ist von uns, dass wir eben auch Kinder haben dürfen. Den Kinderwunsch haben sie nicht aufgegeben, doch ob es klappt, hängt unter anderem von Andreas Samenqualität ab. Andi und Janine, wir haben für diese Sendung Bärli gesucht, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Und vor allem, wo mit uns über das redet. Und wo auch, weil es sehr häufig der Mann ist, der Mann mit uns darüber redet, dass bei ihm die Schwierigkeiten liegen, um ein Kind zu bekommen. Wir haben ganz viele Absagen bekommen. Wie ist es denn für dich, um über das zu reden? Es gehört dazu. Also ganz am Anfang hätte ich es wahrscheinlich nicht können. Aber jetzt mittlerweile für mich, es ist so, ich akzeptiere es. Das Leben geht weiter, also wieso soll man nicht darüber reden? Was kommst du für Reaktionen über? Vor allem viele solche, die sagen, was, du machst das? Aha. Würde ich mich nie getrauen. Ja, also, dass sie probieren, Hilfe zu bekommen, ja, bei dem Kinderwunsch. Ja. Wie ist es denn dir gegangen, so vom Gefühl her,
wo du gewusst hast, es liegt an dir, dass es kein Kind gibt im Moment? Ja, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Die Diagnose habe ich ja dort bekommen, wo wir ziemlich frisch zusammen waren, seit einem halben Jahr. Ja, dort war es gerade ein bisschen too much für mich. Ja. Und bei dir, Janine, wie hast du darauf reagiert, was du erfahren hast? Hat das etwas in Frage gestellt in der Beziehung? Nein, überhaupt nicht. Nein. Also er hatte Angst gehabt, dass ich ihn verlor wegen dem, weil der Kinderwunsch einfach sehr gross ist. Aber nein. Auf keinen Fall. Die Spermienqualität kann sich in wenigen Monaten verändern. Vielleicht kann es ja doch noch klappen. Wir begleiten die beiden drum später in eine Fruchtbarkeitsklinik. Von wegen alles fit im Schritt. Die Qualität der Spermien lässt zu wünschen übrig. Auch bei Ihnen, den Rekruten. Das hat die Genfer Forscherin Rita Raban herausgefunden. Während 14 Jahren hat sie bei insgesamt 2500 Rekruten die Spermienqualität untersucht. Was wir herausgefunden haben, ist, dass ein Großteil dieser Männer eine Spermienkonzentration hat, die unter den Normen der Weltgesundheitsorganisation liegt. Eine schlechte Spermienqualität kann laut der WHO drei Gründe haben. Zu wenig Samenzellen, die Samenzellen sind zu wenig beweglich oder sie weisen keine normale Form auf. Auch die Schweizer Rekruten haben Rita Raban und ihr Forscherkollege auf diese Kriterien hin untersucht. Denn liegen alle drei Kriterien unter dem Grenzwert, wird ein Kinderwunsch ohne künstliche Befruchtung kaum zu erfüllen sein. Gemäß der Studie der Universität Genf ist das bei immerhin 5% der Fall. 16% der Männer erfüllen zwei von drei Qualitätskriterien nicht. Und bei 41% liegt das Sperma in einem Kriterium unter den Anforderungen. Nur 38% erfüllen alle Kriterien der WHO und haben eine gute Spermienqualität. Doch nicht nur in der Schweiz steht es schlecht um die Spermien. Epidemiologe Hagai Levin aus Israel hat 185 Studien aus aller Welt miteinander verglichen. Gegenüber PULS schlägt er Alarm. Wir fanden einen dramatischen Rückgang um mehr als 50%, sowohl bei der Spermienkonzentration als auch bei der Gesamtzahl der Spermien. Bei Männern aus Nordamerika, Europa und Australien. Das ist viel. Ja, stellen Sie sich vor, wir hätten einen Rückgang unseres IQs um 50% oder eine Zunahme einer Krankheit um 50%. Das ist gewaltig. Es ist sehr beunruhigend und wir müssen etwas dagegen tun. In der Schweiz gibt es noch keine Daten, ob auch hierzulande die Spermienqualität von einem derartigen Rückgang betroffen ist. Dies wollen die Forscher künftig verfolgen. Klar ist, bereits viele junge Männer sind auch hier von Unfruchtbarkeit betroffen. Einen von ihnen treffen wir letzten Winter auf der Skipiste. Ich bin der Marc, 32, und meine Spermienqualität ist so schlecht, dass es auf natürliche Art nicht geht, um ein Kind zu bekommen. Ich kann euch aber eins sagen, man ist trotzdem ein Mann wegen dem. Ich bin der Markus, 34, und eine schlechte Spermienqualität und auf natürlichem Weg funktioniert es nicht, um schwanger zu werden. Sie sind verliebt, jung, sportlich und wollen eine Familie gründen. Lara und Marc versuchen nun seit fast 2 Jahren, ein Kind zu bekommen. Weil es nicht funktionierte, suchte Marc Hilfe beim Spezialisten. Ich bin zum Urolog für die Abklärungen. Die haben nicht wirklich etwas gefunden, was man hätte ändern oder was nicht gut wäre. Sie haben halt einfach gesagt, es könnte sein, dass von Natur aus halt einfach die Spermienqualität nicht wirklich gut sei. Auch bei Nicole und Markus war der Kinderwunsch von Anfang an groß. Doch auch bei ihnen wollte es einfach nicht klappen. Wie war das für dich, was geheissen hat? Bei ihm sind die Spermien nicht genug gut? Zuerst schon ein kleiner Schock. Also ein Schock. Ich so, was jetzt? Wie weiter? Aber ja, ich habe nie Vorwürfe gemacht. Es war halt einfach so. Doch sie versuchten es trotzdem. Mit allen Mitteln. Also wir haben in diesen 5 Jahren wirklich alles probiert. Alles über möglichste Sachen. Tees und Sex nach Plan, ja.
Ovulationstest auch Go-Go. Ja, ja, schon fast Wecker stellen, um Sex nach Plan zu haben. Um ja keine Chance zu verpassen. Ja. Ja. Und das, ja, das gibt Druck. Das, also das ist nicht mehr das, was es eigentlich sein sollte. Ja. Nein, definitiv. Ja. Das ist, ja, das ist halt nicht eine spontan leidenschaftliche Sache. Oder? Oh je. Was eigentlich Spass machen sollte, wird so zunehmend zur Belastung. Warum wir? Das geht einem durch den Kopf. Wenn du siehst, wie es geht wie so die, einfach bei anderen und ja, bei uns wie die, ist es so kompliziert. Kinder, die Kinder aus dem Boden sprüssen bei anderen, oder? Ohne dass es wirklich, also ja, halt viel auch mit Leuten noch zu tun hatte im Geschäft, die gesagt haben, jetzt ist irgendwie das dritte oder das vierte Kind gekommen und sie haben eigentlich gar kein Willen. Und dann fragst du dich halt, wieso geht bei uns nicht einmal eins, oder? Und am Schluss ist es eben eigentlich nicht nur eine Belastung für das Pärchen, das nicht klappt, sondern auch für das ganze Umfeld. Weil die werden ja immer gefragt, ja, wann kommt das Kind? Und die können dann wie auch nichts sagen, oder? Die Erwartungen der anderen, eine zusätzliche Belastung. Vor allem, wenn sich auch das familiäre Umfeld sehnlichst ein Enkelkind wünscht. Vor allem von meiner Mami. Meine Mami hat sich gerne eins gewünscht. Ja. Genau. Ja. Doch ihr Mami ist verstorben, bevor das Wunsch-Enkelkind geboren wurde. Janine und der Andi wagen einen weiteren Versuch. Sie haben einen Termin in der Fruchtbarkeitsklinik. Ein Andi, seine Spermien werden heute noch mal untersucht. Was erhofft ihr euch jetzt heute von der Analyse? Ja, es wäre schön, wenn es besser wäre, wenn du das siehst. Ja. Also, wenn wir... also dass mehr Spermien rum sind, die könnten zu einem Kind führen. Wie empfindet ihr jetzt das da? Ich meine, wir sind in einer Klinik, oder? Das ist ein medizinischer Prozess, wo ihr drin seid. Fällt euch das Licht oder wehrt sich da auch etwas? Also bei mir eigentlich. Für mich ist es kein Problem. Ich weiß jetzt nicht, wie es für dich ist. Ja, für mich ist es schon ein bisschen, wie sagt man dem? Es wühlt auf, ja, was ich halt erlebt habe. Ja. Der Andi muss jetzt eine Probe abgeben. In anderthalb Stunden liefert dann das Labor Resultat. Doch warum haben die einen Männer schlechtere Spermien als die anderen? Verschiedene Faktoren stehen im Verdacht, die Spermienqualität zu beeinflussen. Welche Rolle dabei die Gene spielen, untersucht Antoine Peters. Wir glauben schon, dass es für einen Großteil genetisch ist. Und das hat zu tun mit den gewissen Schritten in der Spermienbildung. Und einer der letzten Schritte ist, dass das Genom, also das Erbgut, das normal, in normale Zellen, Körperzellen irgendwie verpackt ist, dass der Dichtheit dann von der Verpackung sehr zunehmen muss. So, dass schlussendlich wir einen schönen kleinen Spermien bekommen, der sehr hydrodynamisch ist, gut schwimmen kann und die Eizelle erreichen kann. Im Verlauf der Spermaproduktion, der sogenannten Spermatogenese, kann jedoch erblich bedingt etwas schieflaufen. In den Samenkanälchen in den Hoden werden ständig neue Spermien produziert. Aus einer Art Urzelle, der Spermatogonie, wird eine zweite Zelle gebildet, die Spermatozyte. Die Urzelle bleibt im Hoden, um eine konstante Population zu gewährleisten. Nur die Spermatozyte teilt sich weiter. Dabei werden die Chromosomen, das Erbgut, jeweils neu verpackt. Wie häufig dabei Fehler passieren, scheint genetisch bedingt zu sein. Anschließend reifen die Zellen zu Spermien mit Kopf und Schwanz. Dieser Prozess dauert rund 9 Wochen. Antoine Peters hat mit seinem Team zusammen eine Methode entwickelt, wie man unter dem Mikroskop Spermien mit gut verpacktem Erbgut von Spermien mit schlecht verpacktem Erbgut unterscheiden kann. Wenn das Erbgut lockerer verpackt ist, dann sehen wir jetzt mehr weiße Farben. Manche sind mehr weiß gefärbt als andere. Mit dieser Methode können wir die unterschiedliche Verpackung von Spermien anzeigen. Heißt, die roten sind erfolgreicher.
Doch nicht nur Erbfaktoren stehen im Verdacht, die Spermienqualität zu beeinflussen, auch hormonaktive Chemikalien. Solchen Stoffen sind wir ständig ausgesetzt. Sie kommen vor als Weichmacher in Plastikverpackungen, in Kosmetikartikeln, in Farben, Pestiziden, Lösungsmitteln, Schmiermitteln, Textilien oder Baumaterialien. Über Nahrungsmittel und Hautkontakt gelangen diese Stoffe in unseren Körper. Einige dieser Chemikalien ähneln dem weiblichen Hormon Östrogen. Man vermutet, sie sind endokrin aktiv, heißt, dass sie unser Hormonsystem beeinflussen oder stören können und somit auch den Produktionsprozess der Spermien. Das zumindest zeigten Tierversuche. Die hormonaktiven Stoffe können bereits in kleinen Dosen die Aktivität der körpereigenen Hormone imitieren oder verändern. So wurden Mäuse durch Weichmacher unfruchtbar und männliche Frösche, die in Wasser mit hormonaktiven Stoffen schwammen, produzierten sogar Eizellen und keine Spermien mehr. An der Universität Konstanz untersucht Human- und Umwelttoxikologe Daniel Dietrich den Einfluss dieser Stoffe. Und was man halt auch immer wieder festhalten muss, Nagetiere sind nicht Menschen und Menschen sind nicht Nagetiere. Und nur gewisse Sachen sind übertragbar. Und darum ist man immer mehr wieder auf den Vitro-Versuch zurückgegangen. Dabei testen die Forscher im Reagenzglas, also in vitro, direkt den Einfluss dieser Chemikalien auf menschliche Zellen. Doch die grösste Schwierigkeit ist, von in vitro auf eine Zelle mit der Konzentration, die sie einsetzt, auf eine Konzentration, die viel, viel, viel geringer ist. Im Mensch zu schliessen, ist sehr schwierig. In der Schweiz sind Stoffe, die eine endokrinische Wirkung haben, in den meisten Baby- und Spielzeugprodukten sowie Kosmetika verboten. Beim Bundesamt für Gesundheit befasst sich Martin Burki-Pitté mit diesen Umweltstoffen. Reichen diese Verbote? Die schlimmsten, also die, die dann wirklich eine schlechte Auswirkung auf die Gesundheit gezeigt haben, die sind schon verboten. Also von dem her sollte man dann nur in Ausnahmefällen in Kontakt kommen. Wir können einfach nicht alles pauschalmäßig verbieten, weil die sind sehr breit gebraucht und bei gewisser Anwendung kann man da nicht verzichten auf diesen Gebrauch. Die Chemieindustrie ist gefordert mit der Suche nach Alternativen. Doch auch wenn die meisten kritischen Stoffe heutzutage verboten sind, einmal in der Umwelt verbleiben sie dort teils jahrzehntelang. Der Umweltepidemiologe aus Israel vertritt dann auch die These, dass diese Stoffe den dramatischen Rückgang der Spermien verursachen. Selbst wenn wir das jetzt korrigieren, haben wir immer noch jahrzehntelang Menschen, die im Bauch ihrer Mutter diesen Stoffen ausgesetzt waren und noch viele Jahre unter den Folgen leiden werden. Außerdem sind einige der Chemikalien, wie zum Beispiel die PFAs, über Hunderte von Jahren in der Umwelt vorhanden. Toxikologe Daniel Dietrich, der auch für die WHO als Experte beigezogen wird, relativiert die alarmistische Einschätzung des israelischen Epidemiologen. Ich würde jetzt aufgrund der Daten, die wir sehen, und aufgrund der Belastungen, die wir sehen, würde ich die ein bisschen Weichmacher als gering einstufen. Das heisst aber nicht, und das muss ich nur betonen, das heisst nicht, dass man sagt, okay, das ist kein Problem, wir können mengenmässig, weiss Gott, wie viel Weichmacher einsetzen, wir können so viel Plastik einsetzen, wie man will. Um das geht es nicht. Es ist unerwünscht, die Weichmacher in der Umwelt zu haben. Es ist unerwünscht, den Plastik in der Umwelt zu haben. Aber man kann es nicht daran festmachen, dass es mit der Fertilität etwas zu tun hat. Und was hat aus Ihrer Sicht am meisten zu tun, dass die Fertilität runtergeht? Unser Lebenswandel, ganz klar unser Lebenswandel. Diese These vertritt auch Rita Raban. Ihre Untersuchung mit den Schweizer Rekruten zeigt ein klares Bild, wenn die Mutter im ersten Trimester der Schwangerschaft rauchte. Was wir tatsächlich bei Männern mit einer verringerten Spermienkonzentration festgestellt haben, ist, dass ihre Mütter während der Schwangerschaft geraucht haben. Daraus schließen wir, dass die mütterliche Tabakexposition während des Fötusalters sich im Erwachsenenalter in einer geringeren Spermienkonzentration niederschlägt. Und warum ist das so?
Weil das Fetalalter ein Schlüsselmoment ist. In dieser Zeit entwickelt sich der Hoden. Die Spermienkonzentration des erwachsenen Mannes wird in dieser Zeit bestimmt. Aber auch ein ungesunder Lebensstil des erwachsenen Mannes mit Alkohol, Übergewicht und Rauchen schädigt seine Spermien. Die Spermienqualität ist empfindlich gegenüber äußeren Faktoren und wird daher von diesen verschiedenen Faktoren beeinflusst. Vor allem aber sind diese Faktoren reversibel. Wenn man also mit dem Rauchen oder Trinken aufhört, kann man die Spermatogenese wiederherstellen. Also es werden nach knapp 3 Monaten wieder gute Spermien gebildet. Fazit: Der Einfluss von hormonaktiven Chemikalien in der Umwelt auf die Spermienqualität ist umstritten. Jener des Lebensstils gilt hingegen als erwiesen. Zurück ins Fertilitätslabor. Der Embryologe Oliver Sterthaus hat unterdessen die Spermaprobe von Andi so aufbereitet, dass man die Qualität bestimmen kann. Es ist der Moment der Wahrheit. Die Analyse vom Nativ selber hat dann gezeigt, von der Konzentration, dass es recht wenig ist. Es ist also so gesehen eine Oligozoospermie. Es ist jetzt mit 0,3 Millionen pro Milliliter, ist jetzt noch niedriger als vorher. Allerdings hat es motile Spermien dabei. Da haben wir jetzt gesehen, dass die Hälfte motil ist und die andere Hälfte nicht. Da sieht man das eben, das sind hier die Immotilen, hier hat es ein Pinhead, das heißt also, das ist ein Spermium eigentlich ohne Kopf, also ohne Chromosomeninhalt. Hier jetzt nochmal unbewegliche und hier kommen wieder die beweglichen. Dann kann ich Ihnen sonst nochmal zeigen, wie eine normale Probe aussehen würde von einem Nativ-Ejakulat. Das wäre etwas Normales, so um 55 Millionen. Mhm. Übliches Bild, was man sehen würde. Also es hat motile Spermien, die man gebrauchen kann, aber relativ wenig. Das wäre so die Analyse. Also sehr schwierig, auf natürlichem Weg schwanger zu werden. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Okay. Das müssen die beiden zuerst einmal verdauen. Auch Marks Spermaprobe wies nur wenige gesunde Spermien auf. Um diese möglichst fit zu halten, hat er sein Leben komplett umgekrempelt. Wie hast du? Gut, he? Eins für dich, eins für mich. Das kommt mir gut raus. Angefangen hat es ja bei mir beim Urolog, wo ich dann mit ihm ein Gespräch hatte. Und er hat mir einfach eben gesagt, Folsäure, Zink, Selene, dass man dort etwas herausholen könnte. Er hat auch immer gesagt, es ist nicht eine Verbesserung, sondern es ist einfach, dass man die Qualität halten kann, die man hat. In den wenigsten Fällen gibt es dann eine Verbesserung. Aber man kann schauen, dass es nicht schlechter wird. Und das wäre hauptsächlich nicht rauchen und kein Alkohol trinken. Und das habe ich dann, also ja, es sind jetzt 10 Monate fast. Die Studienlage zur Wirksamkeit solcher Zusatzpräparate ist sehr dünn. Wie groß ihr Einfluss auf die Spermienqualität ist, bleibt offen. Nach diesen 10 Monaten versuchen die beiden nun erneut eine Insemination. Lara stimuliert dafür mit Hormonspritzen die Reifung ihrer Eizellen. Zudem braucht es für die Insemination Marks Spermaprobe. Diese wird im Labor aufbereitet. Dabei werden die Samenzellen von der Samenflüssigkeit getrennt. Anschließend filtert das Labor möglichst viele befruchtungsfähige Samenzellen heraus. Diese guten Spermien werden in die Gebärmutter eingebracht, und zwar zum Zeitpunkt des Eisprungs. Die Befruchtung kann somit im Körper der Frau stattfinden. Kosten für die ersten 3 Inseminationen übernimmt die Krankenkasse. 2 Wochen sind seit der Insemination vergangen. Gestern haben wir einen gemacht, dort haben wir uns eingebildet, wenn wir ein Strichli gesehen. Darum gibt es heute noch den richtigen nach 14 Tagen. Nervös? Ja. Schon ich hoffe, es klappt. Wenn das jetzt kommt, wo wir uns eingebildet haben, dann wäre es schön, ja. Kurze Zeit später. So. Hat es geklappt? Wirklich?
2 Jahre hat es gebraucht. Sie stehen erst am Anfang der Schwangerschaft. Noch kann viel passieren. Bereits weiter ist das Paar Markus und Nicole. Bei ihnen ist das Baby da. Wir schauen. Hey. Ja, hey, Schätzchen. Sohn Mael kam im letzten Dezember auf die Welt. Ui. Dafür brauchten sie Hilfe, machten eine künstliche Befruchtung, die sogenannte ICSI. Was ist das? Für eine ICSI, eine intrazytoplasmatische Spermieninjektion, muss die Frau 2 Wochen lang Hormone spritzen, damit möglichst viele Eizellen heranreifen. Sind genügend Eizellen vorhanden, werden diese der Frau unter leichter Narkose aus den Eierstöcken entnommen. Aus der Samenprobe des Mannes wird im Labor schlussendlich ein oder mehrere Spermien für die Befruchtung ausgewählt. Das auserwählte Sperma wird unter dem Mikroskop direkt in die Eizelle injiziert. Im Brutschrank teilt sich die befruchtete Eizelle, wenn die Befruchtung erfolgreich war. Zwischen dem 2. und maximal 6. Tag nach der Eizellentnahme wird der Embryo mit einem dünnen Katheter in die Gebärmutter der Frau übertragen, wo er im Optimalfall sich einnistet und weiter wächst. Selbstkosten von ICSI 6.000 bis 10.000 Franken. Würde es immer wieder machen. Ja, definitiv. Ja. Es ist unbeschreiblich so. Also, es ist genau das, was man sich immer gewünscht hat. Das ist wirklich... Ja, genau. Knapp 3 Monate sind bei Lara und Mark seit dem positiven Schwangerschaftstest vergangen. Wir hatten die letzte Insemination. Das hat nicht geklappt. Und im Moment haben wir keine Lust. Ja. Ich habe ziemlich das Gefühl, ich weiss, wenn es ist um Silvester, sind wir noch gelaufen und dann habe ich mega Krämpfe bekommen. Und ich habe das Gefühl, es ist da, der Test hat aber noch positiv angezeigt, aber eine Woche später hat er dann schon im positiv angezeigt und der Termin ist dann nachher und hat das auch noch bestätigt. Schon mega enttäuscht, nachdem wir es erfahren haben. Ein harter Rückschlag. Aber sie wollen nicht aufgeben. Mein oberstes Ziel ist eine Familie. Und ich will nicht auf die Bühne und brechen. Uns beide kaputt machen durch diesen Prozess. Dann gibt es für mich ganz gute andere Alternativen, die mir dann irgendwie, ja, wo mir dann mehr zusagen und mehr ich sind, als dass wir da jetzt irgendwie durch x so Zyklen durchgehen und irgendwann völlig zerstört sind, körperlich und psychisch. Ich glaube, wir sind auch beide okay damit, dass es auch auf anderem Weg gehen kann, das Kind in der eine Familie zu gründen. Für beide kommt auch eine Adoption in Frage. Sie sind schon mittendrin im Antragsprozess. Guten Tag, mein Name. Tschüss. In der Fruchtbarkeitsklinik erwartet der Reproduktionsmediziner Gideon Sartorius jetzt Janin und Andi. Wie geht es weiter mit diesen beiden? Wenn wir jetzt die Spermienqualität sehen, die wir vorher angeschaut haben, auch, muss man sagen, die Befruchtung innerhalb des Körpers, das hat leider sehr schlechte Chancen. Das ist nicht ausgeschlossen, dass das funktioniert. Wir haben im Übrigen auch den Spontanverkehr zu einer Schwangerschaft feiern. Aber wenn Sie sagen, dass das Kinderkriegen wirklich ein wichtiger Teil von Ihrer Zukunftsplanung ist, dann ist die Chance zu klein. Mhm. Ja. Und darum ist eigentlich unsere Empfehlung in dieser Situation, tatsächlich noch mal eine künstliche Befruchtung zu machen. Wenn Sie das jetzt so hören, dass es in Richtung künstliche Befruchtung geht, Wie ist das? Eigentlich kein Problem, weil ich ja weiss, was auf mich zukommt. Gut. Ja. Und Sie haben es gedacht, oder? Ja, also ich eigentlich schon, ja. Ja. Mhm.
sein. Ja, also es ist ja auch nicht mehr so wie das erste Mal. Das erste Mal hat man ja gar nicht gewusst, was kommt überhaupt auf einem zu. Und jetzt weiss man ja schon ein bisschen, was auf einem zukommt. Lassen Sie sich bei so einem Gespräch wie jetzt mit dem Andi und der Janine auf eine Aussage, auf eine Prognose raus, wie gross das die Chance kann sein, dass es jetzt klappt? Ja, also wir haben ja Daten dazu. Mhm. Und wo wir wissen, wie gross die Chancen sind, da gibt es gute Schweizer Daten dafür. Und wir können sagen, von diesen Frauen, die in einer Therapie drin sind mit künstlicher Befruchtung, werden knapp 50% schwanger. Und über 30%, also um die 37%, haben tatsächlich dann eine Geburt. Für Janine und Andi bleibt eigentlich nur der Weg über eine künstliche Befruchtung. Jederzeit auch anrufen, wenn Unklarheiten da sind. Was kann jeder Mann selbst machen, um seine Spermien möglichst fit zu halten? Als erstes braucht es Geduld. Denn bis eine Samenzelle herangereift ist, vergehen rund 9 Wochen. Damit die kleinen Schwimmer gesund heranreifen, lohnt es sich vor allem, aufs Rauchen zu verzichten. Jeder Zug an der Zigarette schadet nämlich den Spermien. Denn Rauchen scheint zu Entzündungsreaktionen im männlichen Fortpflanzungstrakt zu führen. Bei Rauchern sind denn auch die Gesamtzahl der Spermien, ihre Beweglichkeit sowie der Anteil normal geformter Spermien verringert. Achte auch auf eine ausgewogene Ernährung. Denn laut Schätzungen sinkt pro 10 Kilogramm Übergewicht die Fruchtbarkeit um 10%. Eine mögliche Erklärung: Übermäßiges Bauchfett verändert den Hormonhaushalt und führt zu einem geringeren Testosteronspiegel. Ernähre dich mit Früchten, Gemüse, Fisch und vielen Ballaststoffen. Das hilft beim Abnehmen und liefert den nötigen Treibstoff für die Produktion gesunder Spermien. Auch Bewegung macht deine Spermien fit. Besonders förderlich scheinen Ausdauersportarten wie Joggen oder Schwimmen, die den Kreislauf in Schwung bringen. Untersuchungen legen nahe, dass moderates Training in der Größenordnung von bis zu 6 Stunden pro Woche sich am günstigsten auf die Qualität der Spermien auswirkt. Zu intensives Training scheint hingegen den gegenteiligen Effekt zu haben. Die gute Nachricht zum Schluss: Regelmäßig Sex steigert die Spermienqualität. 2 bis 3 Orgasmen pro Woche scheinen optimal für die Spermienqualität zu sein. Bei längeren Abständen nimmt zwar das Samenvolumen zu, doch der Anteil der Spermien mit Schäden im Erbgut steigt überproportional an. Der Termin in der Fruchtbarkeitsklinik ist durch. Die Hoffnung von Andi und Janine auf eine Spontanschwangerschaft ohne medizinische Hilfe ist auf fast null geschrumpft. Jetzt haben wir nicht das gehört, was wir uns alle erhofft haben, oder? Heute bei diesem Besuch in dieser Klinik. Wie geht es euch emotional? Janine? Was fühlst du? Enttäuschung? Ärger? Alles. Eine Achterbahn der Gefühle. Ja, ja, genau. Und bei dir, Andi? Ja, es ist etwa gleich, aber es war noch interessant, dass man das mal jetzt bildlich mal gesehen hat. Und da kann man sich so etwas besser vorstellen, was sie eben damit meinen. Mhm. Also hast du mehr verstanden, wie schlecht das die Qualität eben tatsächlich ist. Ich meine, das ist belastend, der Weg, den ihr macht zum Kind. Und es ist teuer. Wissen Sie schon, wie es weitergeht? Ist das von Anfang an klar gewesen? Also, wir wollen es eigentlich schon noch mal probieren, wenn es eben das Finanzielle zulässt. Ja, ja. Sind Hoffnungen zerstört worden oder sagen wir heute, hey, wir setzen einfach darauf, dass es klappen wird? Ich denke positiv und mit der künstlichen Befruchtung klappt das, ja. Ich hoffe so sehr, dass sich der Wunsch von euch erfüllt und wir drücken euch beide Daumen. Danke.